Du möchtest mehr über Lindenau und Alt-Lindenau erfahren? Dann bist du bei mir genau an der richtigen Stelle. Ich bin Vivian, Ur-Leipzigerin und nehme dich jetzt mal mit auf einen Spaziergang. Lindenau und Alt-Lindenau liegen westlich des Zentrums und sind zu Hause für fast 30.000 LeipzigerInnen. Die beiden Stadtteile entwickelten sich immer mehr zum Szeneviertel und sind beim Einwohnerwachstum in den letzten 10 Jahren ganz vorne mit dabei. Lindenau hat einen sehr hohen Anteil an AkademikerInnen und überdurchschnittlich viele Kinder. Die Wege werden laut Umfragen zumeist mit dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt und die Altersgruppe der 25- bis 40-Jährigen ist stark überrepräsentiert. Das Viertel ist geprägt durch Mietshäuser, gemixt mit alten, zum größten Teil sanierten Industriedenkmälern, welche Heimat von allen Bevölkerungsschichten ist und zunehmend vor allem Studierende und junge Familien anzieht. Ebenfalls findet man in Lindenau viele Kleingartenanlagen sowie mit dem Fahrrad schnell erreichbare Grünflächen. In und um Lindenau wird viel saniert und neu gebaut. Darunter ein neuer Schulcampus, welcher auf dem Jahrtausendfeld entstehen soll. Als großes städtebauliches Projekt in Leipzig entstand im Lindenauer Hafen ein komplett neues Stadtviertel. Das Zentrum von Alt-Lindenau ist der Lindenauer Markt. Dieser bietet zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten sowie wöchentliche Markttage. Die Hauptachse von Lindenau ist die Karl-Heine-Straße. Sie bietet kleine Läden, viele Bars und eine Menge Gastronomie. Die mit den vielen Galerien und Theater reiche Kulturlandschaft, die Nähe zur Innenstadt und die gute Infrastruktur locken viele junge Menschen in das Stadtteil, wodurch Lindenaus Altersdurchschnitt einer der jüngsten in ganz Leipzig ist. Noch ist Lindenau die Schmuddelschwester von Plagwitz und Schleusig. Doch das ändert sich rasend schnell. Als einer in den vergangenen Jahren am schnellsten gewachsenen Stadtteile ist Lindenau ein Viertel, das man in den nächsten Jahren definitiv im Auge behalten sollte.